Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei uns. Und mitten in den Sommerferien schauen wir, wo sind eigentlich die schönsten Plätze für die schönsten Wochen im Jahr. Urlaub im Osten ist ja sehr, sehr attraktiv und wir haben einiges für Sie entdeckt. Eines der beliebtesten Touristenziele für einen Badeurlaub ist nach wie vor der Balaton in Ungarn. Dort hat sich übrigens der Schwiegersohn von Regierungschef Orbán gerade einen ganzen Hafen gekauft. Ja, ja. Wer aufs Wasser will, muss das am Balaton aber nicht unbedingt mit einem Schiff oder Wasserfahrrad machen. Es geht auch ganz, ganz anders. Schauen Sie mal. Wakeboarden. Ja, sehr, sehr lang, kann man sagen. Ganz anders unser nächster Reisetipp, liebe Zuschauer. Der liegt ruhig und tief versteckt im Wald. Kommen Sie mal mit uns ins nördliche Polen, genauer nach Westpommern oder wie es bei Elben und Trollen heißt, nach Mittelerde. Hier lebt ein besonderer Herr der Ringe mit all seinen Verwandten und Freunden, denn hier liegt das Hobbitdorf. Wer die märchenhafte Geschichte der barfüßigen Gestalten noch nicht kennt, hier erfährt er sie. Ein Tagesausflug dorthin ist eine Reise in eine fantastische Welt, die sich noch vor Jahren so niemand hat träumen lassen. Das stimmt allerdings. Das Hobbitdorf hat übrigens das ganze Jahr über geöffnet. Was sonst noch so los ist bei unseren Nachbarn im Osten, hier mal ein kleiner Überblick für Sie. In Serbien zum Aha, wir haben also gesehen, in Polen sollte man das Nacktbaden lieber sein lassen. In anderen osteuropäischen Ländern ist es dagegen kein Problem, ein Fleckchen zu finden, wo man hüllenlos Urlaub machen kann. So gehört in Kroatien Nudismus fast schon zum guten Ton. Nirgendwo in Europa gibt es so viele FKK-Anlagen wie an der kroatischen Adriaküste. Den ganzen Tag nackt herumlaufen? Für die jungen Partygänger vom Machersee wäre das wahrscheinlich auch kein Problem. In Tschechien, auf halber Strecke zwischen Dresden und Prag, liegt der Partystrand des Machersees. Der ist gerade bei jungen Ostdeutschen mit kleiner Urlaubskasse ein Riesenrenner. Wer feiern will, und das wollen hier fast alle, der darf sich auf lange Nächte freuen. Und vom Partysee in Doksi an den Strand von Warschau jetzt. Und auch hier an der Weichsel mitten in Polens Hauptstadt steppt der Bär jetzt gerade im Sommer. Tausende Warschauer und Touristen zieht es dorthin und um die hier, um diese Ufer streitet man sich. Westufer gegen Ostufer. Das ist das linke Weichsel. Das alles also bei uns im Netz auf unseren Seiten von heute im Osten. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Unsere nächste Sendung gibt es dann am 9. August, das nächste Sommerspezial. Ich freue mich sehr auf Sie. Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen.